Verbotene Liebe präsentiert. Lutz und Marcel in Rivalen mit Herz. Eben noch im Schneiders, jetzt schon auf der Straße. Zwei Rivalen, eine Mission. Jeden Monat eine Aufgabe, einen Gewinner, einen Verlierer. Und ihr entscheidet, wer das ist. Trottelflasche. Pinguin. Marcel hat die letzte Challenge verloren. Schaut euch das hier an. Ich habe leider verloren und heute kommt mir wirklich eine tolle Aufgabe zu, nämlich ich darf meinen lieben Kollegen und Rivalen, den lieben Luca Fontanello, schminken und Linda Knapp, zeigt mir mal, wie das geht. Der schönste Mann von der Verbotenen Liebe. Der eigentlich gar keine Schminke braucht, aber genau. Heute machen wir mal was Nettes aus dir. Ja. Noch einen bitte. Ich vertraue dir nicht. Mach bitte noch einen. Der kann das doch gar nicht. Genau. Super. Als ist die Krone rausgefallen. Komm mal vor, wie ein Auto, das lackiert wird. Also ich will die Augen gar nicht aufmachen. Ich sehe schon kommen. Das sieht wahrscheinlich fürchterlich aus. Hallo. Ja, am geilsten ist, die Ohren kriegt man nicht sauber. Das habe ich halt noch nicht erwähnt, aber ist so. Luzi! Tada! Okay, mach ich mal drauf. Auf ins Schneiders! Herzlich und schmerzlich willkommen zu Rivalen mit Herz. Also ich mache es mir hier gerade gemütlich. Ich bin gerade hier im VIP-Bereich in der Nachtresidenz in Düsseldorf auf der 4000. Folge Fashion Party von Verbotene Liebe. Und ja, mein Freund Marcel, der hat sich sein Lacksacko angezogen und ist jetzt draußen vor der Tür und versucht mich zu schlagen, indem er ganz, 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 ganz tolle Interviews macht. Aber es wird ihm nicht gelingen, weil ich bin echt ziemlich entspannt und werde ihn heute richtig zeigen, was eine Hake ist. Gut, dann kommen wir mal ein bisschen gucken, was der Marcel so da macht da draußen. Auf geht's! Ein Wahnsinn. 4000 Folgen Verbotene Liebe und wir sind jetzt angekommen in Düsseldorf, Königsallee, direkt um die Ecke und wir gehen jetzt gleich zur Nachtresidenz, die 4000. Folge feiern und ich schaue mir jetzt mal ganz genau an, wer der größte Fan der Verbotenen Liebe ist und das seit 4000 Folgen. Kommt mit! Seit wann seid ihr denn die Fans? Seit 2006. Schon ein paar Jahre auf jeden Fall. Seit Anfang an. Seit der ersten Folge? Genau. Seit ich 8 bin, glaube ich. Seit 5 Jahren. Sag mal, wer ist dein Lieblingsdarsteller von der Verbotenen Liebe? Ja, Christian, Olli. Dann mag ich zum Beispiel Tristan auch sehr gerne. Soll ich jetzt Marcel sagen oder soll ich lieber? Also ich finde Ansgar aus der Wolfram Gandretzka gut, dann Kim finde ich gut, ja. Hubertus. Und jetzt vervollständige mal kurz einen Satz. Und zwar, du bist der größte Verbotene Liebe-Fan, weil? Weil ich keine Folge verpasse. Du bist der größte Verbotene Liebe-Fan, weil? Weil ich jede Reise auf mich nehme, um nach VL zu kommen. Weil ich einfach die ganze Serie klasse finde. Du bist der größte Verbotene Liebe-Fan, weil? VL einfach toll ist und die beste Soap ist in Deutschland. Perfekt. Um Gottes Willen, guckt euch mal die Massen an, wie die da reindrängeln. Ich hab
Ist das Mikro an? Perfekt. Also ich habe ein bisschen Angst, eigentlich wollte ich mich jetzt reinstürzen, aber ich traue mich nicht so richtig. Und ja, ich werde mal abwarten und werde wahrscheinlich Marcel schlagen, wenn wir reingehen. Da werde ich meine ganzen Stärken ausspielen, weil hier werde ich jetzt, glaube ich, gleich zerquetscht. Ich will von dir wissen, welchen Kuss du besser findest, okay? Okay. Pass auf, ich habe einmal diesen Kuss vorbereitet. Und ich habe einmal diesen Kuss vorbereitet. Sehr gut, das finde ich sehr gut. Okay, komm, frag mich was. I prefer my Christian and Olli, of course. Yes. Olli und Christoph. Eine kleine Frage. Und zwar, wer hat damals die Rolle Benji in Verbotene Liebe gespielt? Ein Straßenjungen, wisst ihr das zufälligerweise? Nee, sorry. Nein. Ich leider auch nicht. Ich überlege gerade nochmal, wer Benji war. Nein? Nee. Überlegt. Sehr interessant. Keiner weiß es, wer die Rolle Benji gespielt hat. Ich werde es jetzt auflösen. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Es war Daniel Brühl. Nein. Echt? Mhm. Und du bist ein ganz großer Verbotene Liebe-Fan, hast du mir eben gerade erzählt. Ja. Ich gucke ja eigentlich gar keine Serien, aber Verbotene Liebe gucke ich tatsächlich. Ja, und wie bist du dazu gekommen? Also hast du da sehr viel Spaß mit? Findest du die Storys geil? Weil da ist ja immer so Liebe, die nicht sein darf. Und ja, da wird ja zum Beispiel auch eine schwule Beziehung thematisiert. Ja, das finde ich, mal ein bisschen komisch mit dieser schwulen Geschichte da. Aber sonst finde ich die Serie echt toll. Ja. Also diese schwulen Geschichte, der eine, der spielt, ist auch ein bisschen komisch. So ein schwuler Stalljunge finde ich total komisch. Aber sonst finde ich das wirklich gut. Das ist übrigens meine Lieblingsrolle. Die finde ich ganz toll. Also so, den finde ich super. Der spielt auch. Stalljunge? Ja, den schwulen Stalljunge. Ja, da stehe ich so ein bisschen drauf. Ah, ja. Ist ja auch hier, habe ich gehört. Ja, der soll hier irgendwo sein. Ich gehe jetzt diese ganzen Stars von dieser Serie treffen und trink noch einen mit denen. Tut mir leid. Und wenn du den Christian Mann siehst, dann grüß ihn doch bitte von mir. Nee, weil ich bin großer. Alle anderen finde ich gut, aber den, der ist ganz komisch. Tschüss. Okay. Auf Wiedersehen. Ich bin ganz entspannt. Das war eine geile Challenge und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Challenge wie immer gewonnen habe. Ich habe das einfach so richtig schön gemacht. Es hat sehr viel Spaß gebracht, jetzt werde ich feiern gehen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge Rivalen mit Herz und Schmerz. Auf Wiedersehen.